Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 1. Und wie machen wir weiter hier? Was sind die Quale hier? Das war ich nicht. Ach ja, hier sind wir. 47. Ich komme eine Weile her, weil ich etliche Zeiten keinen Ton hatte. Und jetzt noch ein paar Kleintrittänderungen habe ich endlich vertont bei dem Spiel. Und wir müssen jetzt. War es zu leer oder das war zu geil gehen? Schon so lange her, dass ich manchmal weiß, wo ich hin muss. Ah, jetzt noch die Briefkarte. Ja, wir haben 4 Postkarten. Postkarte. Ach, immer noch nie einer eingeworfen. Ach, die wollten mich ja sammeln. Scheiße, eine habe ich. Haben wir die eigentlich schon geholt? Ein Itemladen. Die haben wir scheinbar schön. Ach, das ist nur nicht so wichtig, die Postkarte. Wir fliegen jetzt erstmal dahin zu dem kleinen Haus. Danach zur Höhle. Davor machen wir erstmal ein paar Defenders kalt und Schattenquasare. Denn jetzt kriegen wir mehr Expertenpunkte von ihnen. Ich muss sagen, wir kriegen genug Expertenpunkte, um gut zu leveln. Denn ab jetzt müssen wir nämlich ein bisschen leveln. Mit diesem Puppe-Level können wir den Boss nicht bewegen. Ich habe ein perfektes Teil mit Donald, wie es aussieht. Das kennt man ja. Wir haben ein spitzes Team. Oh, so viel Geld für mich. Ah ne, ich glaube, ich weiß, wo wir sind zur Höhle, aber erst. Wie auf einem niedrigen Level, das wird nicht. So, und jetzt. Ich glaube, wir sind zuerst zur Höhle. Und dann gehen wir zuerst zu der Höhle. Und dann kriegen wir uns, glaube ich, unseren neuen Hufstein. Haben wir den schon abgeholt? Ja, ich kann auch nicht paragliden. Ach, wenn ich den. Müsste ich nicht zu der Kiste kommen. Oder habe ich die schon geholt? Nee, noch nicht geholt. Und hier ist auch noch eine Trio-Tech, wie geil sehr. Eine Trio-Schuh. Und wir springen gelasse dort drüber. Ob
wir in die Kiste rankommen werden, werdet ihr stets vor ihr sehen. Donald, du Mistvieh, du! Hast du dieses Drecksende hier? Warum, Donald? Donald! Boah, ich komm da einfach nicht drauf. Ablesen. Ganz einfach. Das ist nicht wahr. Warum springst du nicht da drauf? Ja, wie soll man das denn nicht da drauf kommen? Oh, wir sind oben. Hohen Kraftbeutel hat sich, glaube ich, dich gelohnt. Es hat sich sehr gut gelohnt. Den fressen wir gleich mal. Oh, wir sind drüben. Das Ende der Tür ist 1, 2 und 3. 1, 2 und 3, ich wusste es doch. Wann bin ich gut in dem Spiel? Wir dürfen ja wieder Sportfreund ausrüsten. Na, gleich mal, ob ich den wirklich schön habe. Warum nicht? Oh, noch ein Beschwörungsstein, super. Da wollen wir es mal lösen. Dann beginnen wir mal. Bibidi babidi boo. Mushu kann gerufen werden. Ich glaube, das war jetzt, oder? Nee, einer fehlt uns noch. Ein Rufgeist fehlt uns noch. Ich will zur Höhle. Und hier doch eine Triothek. Icon, das ist unwichtig. Doch, lass mal zu Kit. Oh, ich lach mich kaputt. Dachte, das habe ich schon erledigt. Ja. Den Staub. Aber ja, so was. Warum nicht ein neues Schwert? Der Heroes kann gar nichts. Und da sind meine Freunde wieder da. Thank you.
Weg mit dir. Das habe ich schon aktiviert. Viel tragbar aus der hoch. Klasse. Echt nicht mehr in Form. Dann gehen wir mal das kleine Haus rein. Wir können erstmal nochmal Goofy mit einmal drei Abwehr erhöhen. So viel Abwehr um 3 erhöht, das ist immer gut. Habe ich schon das Ding abgeholt. Wir gehen nochmal zu Kit. Und woher weiß Leon, dass Jasmin hier Akaba zurückgekehrt ist? Woher weiß der das? Wenn ich nur dabei in Akaba gewesen ist. Ach ja, hier haben wir noch Pinocchios Haus. Das zeigen wir euch gleich mal. Pinocchio? Hey, du bist es, Sola. Oh, hallo, Sola. Wie seid ihr hergekommen? Ein Mann namens Leon hat uns geholfen und uns dieses Haus besorgt. Er hat sehr viel für uns getan. Ich weiß nicht, wie wir es je wieder gut machen können. Ich habe gehört, dass ihr die drei die Herzlausen bekämpft. Ich habe das hier gemacht, vielleicht nützt es euch. Die Petto-Mobil, die kriegen wir immer neue Gummijet-Entwürfe. Je nachdem, wie weit wir fortgeschritten sind in dem Spiel. Ja, ich helfe. Hier müssten wir jetzt auch ein neues Schlüsselschwert finden, und zwar hier. Den Wunschgestirn. Um den Anquatsch müssten wir eigentlich neue kriegen. Wie lange ich das mal gebaut habe. Gibt Spezial. Noch eins. Den Kaktor. Das ist alles bloß für meine Fantasy-Dinger. Keine Ahnung, was. Ich glaube, Juli Spezialmobil oder so heißt es. Das war's. Wer hat da nicht uns gebaut? Drei Sachen schön. Wenn wir das Spiel jetzt bis zum Pfeilboss durchspielen, kriegen wir noch mehr. Ich glaube, 3 oder 4 kriegen wir noch. Ich glaube, auf dem Haus von Geppetto war irgendwas noch. Oder war hier noch irgendwas? Oder dass ich erbärmlich runterrutsche. Hier war noch was. Eine Kiste. Mit einer Postkarte. Hier kann man sich über die Kiste ein bisschen erschummeln, ohne dass man die Tür gleich benutzt. Wenn die Blödsinn ist, weil es eine blaue ist, aber ja. Und da sind wir schon bei Kit.
Ich muss heute nach Hunobostien. Ich glaube, das kann ich nicht zulassen, mein Junge. Die Herzkloten dort werden immer mehr. Tastatur hinten will. Immer mehr. Ein Mauszeiger. Sie würden euer Schiff verschlingen. Ah, was können wir denn sonst tun? Ganz einfach, macht einen Bogen um sie. Ein neues Navigo mutieren, um einen neuen Kurs zu nehmen. Ein neues Navigo? Woher denn? Aus dem geheimen Wasserkanal. Ich habe es dort vor 9 Jahren versteckt, für den Fall, dass ich es einmal brauche. Ich hätte nie gedacht, dass ein Kind es einmal benutzen würde. Was haben wir denn hier drin noch? Den habe ich schon geholt. Und jetzt benutzen wir den Wasserkanal. Schick nach Traverse Ost. Oder Traverse Ost, wie ich so gerne sagen will. Ja. Ach ja, ein bisschen zurück nach Hunobostien. Dann können wir endlich unsere Vikra abholen in Hunobostien. Wir machen uns jetzt mal schnell auf den Weg nach Hunobostien. Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Dankeschön, Lora, dass du abgebrochen hast, deinen Flug. Zum Glück haben wir jetzt ja die Nixen flossen, dass wir schneller schwimmen können. Wir dürfen dann mal zur Höhle runter. Einmal mit der Wunschgestirne halten. Es kann den Wunschgestirnen. Gott sei Reich und Filter war jeden Hintergrund einfach nicht einen Volltreffer aus. Zeig ich nur mal. Ich will zur Höhle. Nur testen wir kurz aus, wie wir können. Hat aber mega wenig viel Angriff. Da haben wir Kaigi. Aber erst schulde ich mir den. Wie ihr seht, ist jetzt der Mond weg, dafür ist eine Sonne da. Und ein Navigummi erhalten. Und jetzt müsste ein Gespräch mit Kaigi kommen, wo wir auch ein neues Schlüsselschwert erhalten. Wir gehen zu den anderen zurück. Wir würden uns etwas ausruhen. Okay. Ein Licht am Ende des Tunnels. Ach ja, das hat deine Großmutter gesagt. Das stimmt. Wir waren jetzt zusammen. Weißt du, was komisch ist? Ich habe dich überall gesucht. Du warst die ganze Zeit bei mir. Schön, dass du zurück bist, Kai. Genau. Unsere Herzen sind verbunden. Und das Licht, das
das hat mich gerettet. Egal wie finster es auch ist, immer ist irgendwo Licht. Und ich glaube, das ist nicht nur im Märchen so. Dann lass uns gehen. Du kannst nicht mit. Warum nicht? Weil es dir zu gefährlich ist. No. Hör mal, Sora. Wir sind gemeinsam so weit gekommen. Wieso gemeinsam? Ich lass dich nicht mehr allein. Kairi, selbst wenn wir getrennt sind, wir sind nicht mehr allein, okay? Ich kann nicht helfen. Ich fürchte, du wärst mir im Weg. Okay. Hast gewonnen. Nimm das. Du kannst da wohl helfen. Das ist mein Talisman. Versprich ihn mir wiederzubringen. Das mache ich, keine Sorge. Versprochen? Versprochen. Und vergiss nie, wo du auch hingehst. Ich bin immer bei dir. So was Emotionales. Ist nicht für mich. Und da ist ein Sternenreuer. Das muss ich gleich ausrüsten. Mach das. Maximal PC ab plus 1, Angriffskraft von Magie und Rufen steigt. Auswirkung nachfolgenden Volltreffer. Sieht auch ziemlich geil aus, der Stille Schwert, also nehmen wir es. Nur leider werden wir es nicht sehr lange behalten, weil wir es gleich ein neues erhalten werden in Holobestien. Und nach jetzt in Holobestien ist nämlich schon Zeit für das ultimative Schlüsselschwert. Ich muss erstmal kurz den Mokri spielen nochmal. Und dann ich will gucken, ob was ich noch so am Schmieden brauche, weil wir schließlich auch Ultima schmieden wollen. Das stärkste von den Schlüsselschwertern. Und das hat richtige Power. Ja, das fällt mir schon besser, dass du dich schwer setzt. Ja, ich weiß schon, wie ich das machen werde. Ich werde das Spiel jetzt einmal durchspielen und danach werde ich einfach noch Bonus-Sport hinschreiben. Und werde dann die Tackle-Kurse und den HS-Cup mit cool machen. Ne, warte mal, nee. Den HS-Cup muss ich vorher machen, bevor ich das Ende mache. Also muss ich erst den HS-Cup dieses durchspielen und dann... Ja, so machen wir das. Ich hätte kurz mal als Bonusport und den Rest mache ich jetzt. Und jetzt gucken wir den Astro-Reader nochmal rein. Accessoire, so wie es Ding heißt. Da können wir hier den Typen nochmal anquatschen. Da fehlt mir ein Donnersplitter. Ich
Die Orkus-Skala halten wir jetzt und Donnersplitter. Oh, dringend Donnersplitter. Vier Freudentaus, wusste ich auch nicht. Die muss ich noch zwei, drei formen, wie es aussieht. Für Ultima brauche ich drei und hier brauche ich noch zwei, also brauche ich noch mindestens zwei Freudentaus, würde ich sagen. Brauche ich noch mindestens formen. Okay, das müssen wir das weiß jetzt. Mindestens zwei Freudentaus will ich noch holen. Das wird schwierig. Gut, ich mache jetzt mal kurz einen Cut hier. Bis zum nächsten Mal.